Hi, mein Name ist Martin. Bei mir geht es heute um dieses Gerät hier, und zwar ist das Director 3 Video Rig von der Firma Valimax. Das Ganze ist ein Schulterstativ, und für was man so ein Schulterstativ eigentlich braucht und wie speziell sich jetzt dieses Gerät in meinem Test schlägt, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, seine Kamera zu stabilisieren, und so ein Schulterstativ ist eine Möglichkeit von diesen. Wie der Name schon verrät, tragt ihr hierbei eure Kamera auf der Schulter. Und den Look, den ihr damit bekommt, ist ein ganz charakteristischer Schulterstativ-Look. Und zwar ist der Look jetzt nicht ganz so stabilisiert wie auf einem Dreibeinstativ oder auf einem Schwebestativ, sondern so ein bisschen rucklig. Und damit meine ich jetzt nicht, dass euer Shot komplett verwackelt wird, sondern ihr habt einfach so eine natürliche Bewegung drin. Das ist auch der Grund, warum so Schulterstative sehr gerne bei so Point-of-View-Aufnahmen verwendet werden. Also wenn ihr zum Beispiel den Effekt erzielen wollt, dass der Zuschauer direkt quasi die Kamera ist, dann benutzt ihr so ein Schulterstativ. Ich benutze mein Schulterstativ sehr gerne bei Interviews, weil es total einfach zu handeln ist. Aber auch bei Musikvideos und so einem Fashion-Clip habe ich den auch schon mal eingesetzt. Es hat sehr gut funktioniert. An so einem Schulterstativ ist eine ganze Menge dran, wie ihr seht. Wir haben einmal hier vorne so Handgriffe. Dann sehen wir hier ganz viele Rohre. Das sind übrigens alles genormte 15 mm Rohre, was ein riesen Vorteil ist, weil wir dadurch sehr viel Zubehör dazu kaufen können. Und das auch von verschiedenen Herstellern. Dann haben wir hier die Basisplatte, wo die Kamera dann später drauf geschoben wird. Bei diesem Stativ hier ist jetzt noch so ein Handgriff dabei, das ist auch nicht bei jedem Stativ dabei. Das war aber auch der Grund, warum ich mich für dieses Stativ hier entschieden habe. Dann noch die Schulterauflage, die ist so ein bisschen gepolstert, damit es einfach ein bisschen bequemer auf der Schulter wird. Und normalerweise ist hinten noch so eine Klappe dran, wo man dann noch so ein Akku-Pack dran machen kann. Das habe ich jetzt aber nicht gebraucht, und deshalb habe ich mir noch so ein Gewicht hier dazu gekauft, so ein 2 Kilo Gewicht. Das heißt, wenn ich hier vorne die Kamera von etwa 1,5 Kilo dran schraube, wird das alles so ein bisschen ausbalanciert und viel angenehmer zu handeln. Der Riesenvorteil von so einem Rig ist einfach, dass es komplett modular aufgebaut ist. Das heißt, wenn es irgendein Teil gibt, was ihr gar nicht braucht, zum Beispiel jetzt hier diesen Handgriff, dann könnt ihr den einfach abschrauben und müsst es dann nicht weiter mit euch rumtragen. Genauso gut kann man auch Zubehör dazu kaufen, was jetzt so regulär nicht dabei ist. Zum Beispiel habe ich mir hier so einen Follow-Focus dazu gekauft. Der kommt dann hier vorne dran, und mit dem kann man dann die Schärfe viel, viel einfacher nachziehen. Was ich auch gerade schon erzählt habe, ist das Gewicht, was ich mir noch dazu gekauft habe. Das ist so regulär auch nicht dabei. Dann habe ich ja auch noch eine Matbox dazu gekauft. Das ist so eine Sonnenblende. Die wird jetzt nicht jeder von euch brauchen, aber das ist schon eine coole Sache. Außerdem kann man sich noch einen Monitor oder sowas dazu kaufen und den dann hier an den Rohren irgendwie befestigen. Also da sind der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und gerade bei diesem Rig, was ich mir gekauft habe, sind auch nochmal ganz viele Schrauben und sowas dran und auch verschiedene Rohre, wo man auch überall noch Sachen, zum Beispiel Mikrofon oder sowas, befestigen kann. Allerdings macht das Ganze auch sehr teuer. Also ihr dürft nicht vergessen, dieses Basisgerät hier kostet um die 400 Euro. Gibt zwar auch billigere, aber ich habe mich jetzt für dieses Gerät hier entschieden. Mit allem Zubehör, also mit der Matbox und dem Follow-Focus und sowas, bin ich dann insgesamt auch bei 800 oder 900 Euro gelandet, was dann schon wieder sehr viel Geld ist. Also da muss man am besten vorher gucken, was man für Zubehör braucht und was nicht. So, dann kommen wir jetzt auch schon direkt zu diesem Gerät hier, und zwar ist das ja von der Firma Valimax, das Director Pro Rig. Ich würde sagen, es ist typisch Valimax, also sehr, sehr gut verarbeitet. Nicht das allerbilligste und auch nicht das allerleichteste. Klar, ich habe mir jetzt hinten noch so ein Gewicht dran gemacht, aber auch so in der Basisversion war es schon relativ schwer. Und wenn man damit den ganzen Tag rumläuft, wird es schon ein bisschen anstrengend. Ansonsten ist aber zum Beispiel noch keine Farbe abgeplatzt, obwohl ich das schon seit über 2 Jahren im Einsatz habe. Die ganzen Schrauben funktionieren noch alle sehr gut und sind auch sehr fest. So ein Griff ist auch ganz praktisch dabei zu haben, weil wenn ihr hier den Griff richtig ausbalanciert habt, könnt ihr auch das Rig noch so ein bisschen als Schwebestativ benutzen. Wenn ihr zum Beispiel über dem Boden filmen wollt, irgendwie ein Skateboard oder sowas, dann eignet sich das hier halt eben auch ziemlich gut dafür. Was ich auf jeden Fall nochmal betonen will, ist, dass ihr wirklich durch diese ganz vielen Schrauben hier alles so anordnen könnt, wie ihr das haben wollt. Was ich zum Beispiel noch so als Tipp geben kann, ist, dass wenn ihr Rechtshänder seid, dass ihr den rechten Griff dann ein bisschen mehr zur Mitte hinschraubt. Dann liegt zum einen ein bisschen mehr Gewicht auf der rechten Hand, und ihr könnt dann noch viel leichter mit dem Follow-Focus die Schärfe nachziehen. Ansonsten kann ich euch noch empfehlen, die Griffe eher näher am Körper dran zu haben, weil das einfach dann viel leichter wird zu handeln. Wenn ihr die Griffe ganz weit weg habt, dann wird es zum einen ein bisschen wackeliger und es wird auch viel anstrengender auf Dauer. So, dann komme ich jetzt auch schon zum Fazit, und wie gesagt, ich habe das Stativ jetzt schon seit über 2 Jahren im Einsatz. Bin sehr zufrieden, es ist sehr solide verbaut, und durch den modularen Aufbau habe ich auch eigentlich alles Zubehör, was ich jetzt irgendwie dafür brauche, mir schon zulegen können. Denn es gibt so ein paar kleinere Rigs, ein paar billigere Rigs, da könnt ihr nicht alles dran bauen. Deshalb habe ich jetzt hier mit dem Stativ ein Stativ gefunden, wo wirklich alles dran passt, was ich haben möchte. Ja, das billigste Schulterstativ ist das jetzt nicht, aber es gibt sicherlich auch billigere Schulterstative mit ähnlichem Funktionsumfang, die das gleiche bieten. Prinzipiell kann ich so ein Schulterstativ aber echt jedem empfehlen, der das mit dem Film so ein bisschen ernster angehen möchte, weil es einfach eine tolle Sache ist, die sehr universell einsetzbar ist.
So, vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen. Falls ihr irgendwelche Fragen zu diesem Rig-Speziell hier noch habt, könnt ihr mir das natürlich wieder in die Kommentare schreiben. Und falls ihr schon irgendwelche Erfahrungen mit dem Teil hier gesammelt habt oder auch mit anderen Rigs, könnt ihr mir das natürlich auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dann kommt nämlich ein Review über den Follow-Fokus von der Firma Kamera. Bis dahin wünsche ich viel Spaß. Ciao.